Herzlich willkommen zu diesem Video rund um das Thema Webex Connect von Cisco. In diesem Video möchte ich zeigen, wie einfach es ist, proaktive Kundeninteraktion im System einzurichten, um somit die Kundenzufriedenheit und die Effizienz von Unternehmen zu steigern. Kurz noch vielleicht ein paar Worte zum Thema Webex Connect. Webex Connect ist eine Plattform, die in der Lage ist, die Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Unternehmen digital schnell und effizient abzuwickeln. Über diese Public Cloud-Applikation besteht die Möglichkeit, über vorgefertigte Templates beispielsweise eine Kundenzufriedenheitsumfrage durchzuführen oder proaktiv den Status einer Bestellung dem Kunden mitzuteilen. Natürlich kann man hier auch entsprechend Bots einbauen. Beispielsweise, dass der Kunde einfache Fragen per Chat oder per SMS mit einem Bot klären kann. Die Interaktion dazu erfolgt über sogenannte REST-Web-Services. Das bedeutet beispielsweise, wenn eine Terminvereinbarung gemacht wird, wird der Termin über diese Schnittstelle schnell und einfach im CRM entsprechend hinterlegt. Kommen wir nun zu ein paar sogenannten Use Cases. Das erste ist die sogenannte SMS-Umfrage. Stellen Sie sich vor, ein Kunde hatte eine Interaktion mit Ihrem Service Center. Danach soll beispielsweise eine Zufriedenheitsumfrage gestartet werden. Dort kann beispielsweise das CRM proaktiv dem Kunden eine SMS zusenden und dann fragen, wie zufrieden oder ob er auch vielleicht unzufrieden war, dieses Feedback entsprechend einzuholen. Mithilfe diesen Feedbacks kann das Unternehmen entsprechend der schlechten Kundenzufriedenheit entgegensteuern oder auch feststellen, ob es auf einem sehr guten und effektiven Weg unterwegs ist. Wie erfolgt nun die Implementierung innerhalb des Systems? Nun, wenn man so eine SMS-Umfrage machen möchte, erfolgt das über einen sogenannten Flow-Editor. Der ist hier in der Mitte zu sehen. Auf der linken Seite sehen wir die verschiedenen Kontaktkanäle, wie ein Kunde kontaktiert werden kann. Um nur ein paar hervorzuheben, beispielsweise gibt es auch eine native WhatsApp-Anbindung oder die Möglichkeit per SMS. Schauen wir uns das Ganze mal im System an, wie so etwas konfiguriert wird. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sind im System sogenannte Templates hinterlegt. Diese Templates haben die Möglichkeit, schnell und einfach beispielsweise hier eine Kundenzufriedenheitsumfrage zu starten. Dieser Skripteditor ist jetzt in der Lage, einen Ablauf aufzunehmen, der abgearbeitet wird, wenn so eine Umfrage gestartet werden soll. Als erstes wird ein sogenannter Webhook initiiert. Das heißt, das ist der Angriffspunkt, wo das CRM-System beispielsweise eine Umfrage starten kann. Hier übermittelt das CRM-System an diese Plattform die Informationen wie beispielsweise Kundenname oder auch die Telefonnummer für die SMS-Versendung. Im nächsten Schritt wird eine SMS erstellt. Das heißt, diese Informationen vom CRM werden in Variablen gespeichert, beispielsweise die Telefonnummer und der Kundenname. Ein entsprechender Text ist schon vorgefertigt, der natürlich entsprechend angepasst werden kann. Hier in diesem Beispiel geht es darum, dass der Kunde die Interaktion mit dem Service Center bewerten soll, mit einer Rate oder einer Skala von 1 bis 5. Der Kunde antwortet auf die SMS mit einer Zahl von 1 bis 5. Wenn das der Fall ist, dann wird eine entsprechende SMS an den Kunden geschickt, wobei ihm mitgeteilt wird, dass die Eingabe sauber erkannt wurde und dass der Survey abgeschlossen ist. Danach muss natürlich diese Information zurück ins CRM übertragen werden, um dort die Kundenzufriedenheit zu erfassen und auch auswertbar zu machen. Das heißt, hier wird entsprechend ein Webservice aufgerufen vom CRM und diese Informationen werden wieder zurückgeliefert. Im Falle, dass eine Falscheingabe war, wird eine Schleife gebaut und der Kunde wird nochmal gebeten, nochmal eine richtige Antwort zu schicken. Kommen wir nun zu dem zweiten Use Case. Beispielsweise die proaktive Mitteilung von einer Lieferinformation. Das macht sehr viel Sinn,
Denn wer kennt es nicht, wer schon mal eine Bestellung irgendwo ausgelöst hat, bekommt normalerweise proaktiv die Information, wann entsprechend das Paket geliefert wird und kann eventuell auch eine Interaktion starten, dass ein neuer Termin gesucht wird oder die Adresse geändert wird. Für mich als Kunde ist das natürlich sehr vorteilhaft, weil ich habe somit eine komplette Transparenz der Bearbeitung und ich weiß, wann meine Ware kommt. Das steigert entsprechend dort meine Kundenzufriedenheit und es macht eine effektive Abarbeitung von diesem Geschäftsvorfall. Das bedeutet, ich muss nicht proaktiv als Kunde im Service Center anrufen, lange Wartezeiten in Kauf nehmen, nur um zu wissen, wann meine Lieferung kommt. Wie wird so etwas zum Beispiel jetzt im System gemacht? Auch wieder hier auf der linken Seite die entsprechenden Eingangskanäle. Das heißt, Kunden, die mir beispielsweise eine SMS schicken oder eine WhatsApp schicken, können auch in so einem Flow reinkommen und sich den Status einer Bestellung entsprechend anfragen. Oder alternativ dazu, dass das CRM-System beim Verändern des Bestellstatus eine proaktive Nachricht in dieses System schickt, um den Kunden per SMS zu informieren, ob und wann die Bestellung kommt. Schauen wir uns das mal ganz im System an. Hier ist wieder dieses sogenannte vorgefertigte Template, was ich nutzen kann, um eine Information zu einer Bestellung herauszuschicken. In meinem Beispiel triggert das CRM wieder über einen Webservice diesen Flow und übermittelt entsprechende Informationen, wann was geliefert wird und wo es hingeliefert wird. Das heißt, als erstes wird eine SMS verfasst und an den Kunden geschickt. Über die Variablen, die ich aus dem CRM habe, kann ich entsprechend den Kunden mit seinem Namen ansprechen, ihm eine Nummer übermitteln von dem Paket beispielsweise und sagen, wann, an welcher Uhrzeit und an welchem Datum es geliefert wird. Jetzt lasse ich dem Kunden noch die Möglichkeit, beispielsweise diese Bestellung auch zu stornieren oder die Lieferadresse zu ändern. Dazu gibt der Kunde das Wort Cancel oder Change ein. Natürlich ist das hier individuell anpassbar, auch in verschiedensten Sprachen. Hier am Beispiel, wenn der Kunde antwortet mit Cancel, also sprich einer Stornierung, oder mit Change, um zum Beispiel die Adresse zu verändern. Im Fall der Stornierung wird als erstes, das CRM darüber informiert, dass diese Bestellung storniert wird. Das heißt, auch hier wird wieder ein Webservice aufgerufen, um beispielsweise die Bestellung zu stornieren. Der Kunde bekommt eine entsprechende Meldung, dass das Paket entsprechend storniert wurde. Im anderen Beispiel, Ändern der Lieferadresse, wird der Kunde aufgefordert, die Lieferadresse einzugeben. Nachdem er sie eingegeben hat, wird nochmal gefragt, ob es die richtige Adresse war. Sprich, der Kunde muss nochmal bestätigen mit Ja oder Yes, beziehungsweise Retry, falls es einen Fehler in der Adresse gibt. Und dann wieder basierend aus dem Input vom Kunden wird eine Interaktion gestartet. Gibt er das Wort Yes ein, wird bestätigt. Bei Retry wird eine neue Adresse erfasst. Oder wenn er das Wort Help eingegeben hat, wird beispielsweise ein Bot getriggert, um einfache Fragen und Antworten zu klären zu dieser Bestellung. Im Fall, dass jetzt die Adresse geändert werden soll, wird entsprechend die neue Adresse über Webservices wieder ins CRM gegeben und ein Update entsprechend gemacht. Im Fall, dass der Kunde das Wort Help geschrieben hat, wird ein sogenannter Q&A oder Frage- und Antwort-Bot gestartet. Und dieser Bot kann einfache Fragen zu der Bestellung entsprechend beantworten, die ich auch innerhalb dieser Plattform hier konfigurieren kann. Kommen wir nun zu dem letzten Use Case, eine Terminerinnerung. Wir alle kennen das, wir haben einen Termin ausgemacht und beispielsweise haben wir kurzfristig was dazwischen gekommen und wir müssen nochmal den Termin umlegen. Das kann beispielsweise mit diesem Use Case erledigt werden. Das heißt also, bevor beispielsweise ein Servicetechniker rausfährt, wird die Terminerinnerung nochmal in diesem Prozess forciert und
Ich als Kunde kann beispielsweise diesen Termin nochmal umlegen. Das erfolgt auch wieder über so einen Flow. Auf der linken Seite wieder die Kontaktkanäle, die ich nutzen kann, um in eine Interaktion zu treten. Also wenn der Kunde mir eine WhatsApp schreiben möchte, nehme ich entsprechend den WhatsApp-Knoten bzw. eine SMS, dann die SMS. Oder wenn das CRM-System diese Termine jetzt konkret nochmal erinnern möchte, schickt es per Webservice-Request eine Erinnerung an dieses System und dann entsprechend wird eine SMS an den Kunden geschickt. Wie sieht das im System aus? Dort gibt es auch wieder ein Template für die Terminerinnerung. Hier in der Terminerinnerung wird wieder der Trigger gesetzt, sprich in dem Fall vom CRM, dass ein Termin entsprechend angefragt werden soll beim Kunden. Und hier wird eine SMS ausgelöst. Die Parameter kommen wieder aus dem CRM, entsprechend die Telefonnummer für die SMS-Versendung, den Namen und das Datum beispielsweise. Und der Kunde kann mit Buchstaben, sei es A und B oder Ja, Nein, Yes, No oder Cancel oder Confirm, entsprechend antworten, um entsprechend diese Erinnerung zu akzeptieren. Je nachdem, was der Kunde jetzt antwortet, in dem Fall für Stornierung B oder auch hier A, wird dann entsprechend der Flow weiter verarbeitet. Und hier kann ich natürlich auch andere Sachen eingeben. Wenn er bestätigt wird, der Termin, muss diese Rückmeldung natürlich wieder zurück ins CRM, damit auch das System weiß, dass dieser Termin auch wirklich stattfindet. Das passiert wieder hier über einen REST-Web-Service-Aufruf und danach wird noch entsprechend die Information an den Kunden geschickt per SMS, dass der Termin entsprechend steht. Das gleiche für den Fall, dass dieser Termin gecancelt wird. Das sind natürlich jetzt nur Beispiele gewesen anhand der Standard-Templates, die schon mit dem System mitkommen, um solche Flows abzubilden. Zusätzlich haben wir natürlich die Möglichkeit, über diesen Editor komplett individuell erstellbare Flows zu erstellen, um die Kundeninteraktion effektiv zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben und schauen Sie sich auch die anderen Videos an rund um das Thema effektive Kundenkommunikation mit Bucher und Sutter. Vielen Dank.